Ah, sieht kein bisschen ominös aus, oder? Das sind die What the hell is this Leichen. place? Wait, I've seen this before. What are these monsters? Is this where all the missing corpses ended up? Schaut so aus. Hier kommt gleich ganz viel Viehzeug raus. Besserer Helm. Ja, damit. Hochwertige Fumiumwaffe. 81 Schaden, aber 80 Energiekosten. I'll never be the same as before. I'll never be able to look through that limited, shuttered prism ever again. Not after what I've seen, what I've felt. Shortly after leaving the vortex, I could not hold on to anything that would resemble reality as I knew it. I couldn't grasp the faces, the shapes, the colors, or anything in the room. It was all fluid, mangled in a random fashion, yet interconnected in perfect harmony. Laura and the others spoke to me, but I did not hear the words. I saw them. Strings of energy drifted towards me, shifted in shape and color, then touched me. I felt their meaning, far beyond what those people thought they were saying. After some time, I came to my senses. Like they said, everything normalized. No more otherworldly visions or sounds. To my senses, no, quite the opposite. I had drifted away from my senses. This is not real. This, what we call reality, what we call life, is but a dream. The realm beyond, the place I've caught a glimpse of, that is real, more real than anything. I know, in all my heart and mind, that I've crossed a point of no return. I want to go back in there. Okay, nochmal Markus. Oder auch nicht. Du bist besser. Geheimgänge. Beim Mittagessen hörte ich zwei Typen reden über geheime Gänge oder Räume oder sowas in der Art. Diese Spinner meinten, es gebe ein ganzes Netzwerk, das sich über den ganzen Turm erstrecke, damit das Büro uns nachspionieren kann. Ich persönlich halte das nicht für sehr wahrscheinlich, aber mit dem Büro weiß man ja nie. Alles ist möglich. Vielleicht weiß James Kroll, diese kleine Schlange, ja etwas. Er war im Team des leitenden Architekten für das ARX, oder? Jedenfalls hat er sich damit gebrüstet. Und wer weiß, vielleicht bildet er sich da ja auch nur was ein. Pass auf dich auf, Alice. Bis bald. Geheimgänger. What the? Jetzt sind alle Viecher raus. Au. Das wird wehtun. Okay, wir können uns hier einsperren. Wir können uns hier einsperren. No. This can't be. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Teleporter, oder? Also die konnten irgendwas Besonderes. Das sind nicht diese säurespuckenden, wabernden Leichen. Seid ihr? Ich mache jetzt noch mehr Türen zu. Dass mir nicht in den Rücken fallen können. Ja, also sie sind wirklich teleportierfähig.
Achso, das sind die Geheimgänge, die alles verbinden. How did you like our little lab where the real research is done? Cozy, right? But what have you done, Ellie? The little mice got loose. You have to go find them. Well, maybe they'll find you. Why are you doing this to me, Harlan? Oh. Wollen wir mal blind reinschießen. Und wahrscheinlich tut das einfach nur, weil sie ihn hat abblitzen lassen oder irgend so ein billigen Schnickschnack. Das war natürlich aus... Hat sie die Karte gerade geändert nach dem Blitzeln? Ich dachte, da kommen wir durch. Ja, sie können sich teleportieren. Schreier. Mhm. Notizen Schreier. Der Schreier ist ein wütendes Monster, das herumspringt und schnell angreift, um schweren physischen Schaden zu verursachen. Die Anfälle können Blutungen verursachen. Bleib nicht stehen, außer du blutest, und zögere nicht, sonst holt er dich ein und zerfleischt dich. Schnelle Bewegungen und schwere Waffen sind die beste Wahl. War jetzt eins. Verlieren wir gerade Energie durch dieses zwischendurch Geschreien? Nein. Das sieht unangenehm aus, was eine Truhe hinter. Das heißt, da müssten wir irgendwas schieben. Das können wir alles machen, wenn die Dinger tot sind. Überall. Überall Kisten. Ich wechsle mal den Dolch gegen... Ja, Stahlschwert. So. So, und das kann mit. Für was? Also der Dot ist jetzt tot, ne? Ja. Zwei. Erstmal schon Energie reinreden. Was zum Aussortieren? Stahl, ich kann weg, ja. Sturmklänge wollte ich behalten, weil, ne? Instabile Teleporter. Kann ja gut gehen, oder? Ja, in welchen von den beiden? In welchen von den beiden will ich rein? In den und in den? Hier. Ah, okay, man kann schräg drüber quasi.
Wenn er gerade am Springen ist von dem einen zum anderen. Lass du auf. Ja, dann tot mal schön. Tödel du. Oh. Tod ist tot. Das ist eine Kiste. Dann komme ich nicht ran. Die Ecke hier ist freaky. Mac. Achso, 3? Ich glaube 3. Da ist 4. Tot. Oh, schnell kann das gehen bei den Viechern. Ja. Ja, mir ist jetzt kalt. Bring mich um. Mir ist jetzt kalt. Also das Ding auf keinen Fall. Nimm lieber das Teil. Hat zwar sehr lange Zeit dazwischen, aber ist okay. Eins. Oh. So, jetzt können wir wechseln auf das Ding da. Gibt sogar 0,6 Ist das verboten? Das durftest du nicht. Er hat es gerade gemacht. Ja. Selbe Falle, wo der andere Typ vorher war, ne? Mhm. Ist ganz schön low. 5 kommt gleich um die Ecke. Und ich gehe dann einfach, wenn er kommt, hier rauf und dann um die Ecke.
Liegt noch irgendwas rum? Nein. Hier hätte man auch gut im Kreis laufen können. Aber auch länger als die anderen dort. So bist du. Da bist du. Ja, dort müsste ich jetzt eigentlich finishen. Das dauert noch ein Momentchen. Was machst du da? Eine super duper Fummelverstärkung, von der ich nicht weiß. Okay, einen davon. Oh, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Tot. Ja, also, vielleicht mal der letzte war. Ja, jetzt habe ich beide. Ein wenig mehr davon. Die jetzt schon mal eins, oder? Hält 10 Sekunden, stellt pro Sekunde 5% des maximalen Energie her. Ja, go. Wenn das nächste Mal schreit, vielleicht dranbleiben und schlagen. Berserker, neuer Gegner. Gut. Der Berserker sieht aus und verhält sich genauso wie der Schreier. Aber wenn seine Gesundheit gefährlich niedrig ist, heilt er sich schnell zu voller Gesundheit hoch und wird zu einem wütenden Monstrum, das Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit gewinnt. Wenn du den Beginn der Veränderung bemerkst, solltest du ihn töten, bevor die Transformation beenden kann. Es ist schwierig. Einige der von den Toten wiederbelebten Schreier scheinen sich trotz aller Widrigkeiten am Leben festzuhalten, wo andere aufgeben und vergehen würden. Weg. Bist du? Oh, du bist eine Abkürzung, oder? Nö, du bist bloß die andere Seite hiervon. Also vielleicht können wir es von der Seite nicht öffnen. Ja, aber das geht jetzt okay. Ich höre dich. Und du bist unsichtbar, du Arsch. Also, so ein bisschen. Da ist er. Verstohlener Schreier.
Der verstohlene Schreier ist mit einer Art Tarnvorrichtung ausgestattet, die es ihm fast unmöglich macht, ihn mit bloßem Auge zu sehen. Wenn er mit seinen Krallen angreift, wird er sichtbar, nur um sich eine Sekunde später wieder hinter einem Schleier zu verstecken. Ein wachsames Auge kann einen Schimmer erkennen, aber es ist viel sicherer, einfach den gesamten Bereich mit Gebietsschaden zu bedecken. Einige der tödlichsten Schreier sind mit einem fortschrittlichen Tarngerät ausgestattet, das ihre Fähigkeit, aus dem Nichts zu töten, noch weiter verstärkt. Habe ich gemerkt, ja.